Jetzt zeige ich's dir! Du wirst es dann sehen. Ich hab dir doch gesagt, der hat gesoffen. Mehr als ich gesoffen. So, Theatergruppe. Guten Morgen. Hier sind eure Texte. Eins, zwei. Kriegen wir auch ein Skript? Ja, was ist mit unserem Skript? Moment, da fehlt doch noch einer. Sammy wollte eigentlich... Entschuldigung, Herr Weigert. Gleich da sein. Hi! Ich hab verschlafen. Ist mir egal. Soll doch hier jeder machen, was er will. Hä? So, Sammy hier. Ein Text. Hä? Warum bekommen wir jetzt ein neues Skript? Hä? Herr Weigert? Das ist ja ein neues Stück... Ich dachte, wir führen Hamlet auf. Hamlet? Nein. Pass mal auf. Die Dinge haben sich geändert. Ich habe die Dinge geändert. Hä? Was soll das denn? Hä? Wie geändert? Wir sind eine Gruppe. Ich habe mein eigenes Stück geschrieben. Und das wird aufgeführt. Das hat alles, was Hamlet auch hat. Skelett. Geister. Gift. Vielleicht. Ich muss so die Schnappe. Aber wir haben schon den ganzen Text gelernt. Wir haben den jetzt komplett umsonst gelernt. Das macht gar keinen Sinn. Komplett sinnlos. Nein, nein. Keine Diskussion. Das Stück muss auf diese Bühne. In 5 Wochen ist Aufführung. Wir müssen die Bühnenbilder ändern und neue Kostüme brauchen wir auch noch. Und was ist mit den Rollen? Schau ins Skript, Karl. Es steht alles drin. Samuel. Komm mal her. Ja? Du wirst dir bei deiner neuen Rolle besonders Mühe geben. Die ist sehr wichtig für mich. Du bist nämlich noch, ich betone noch, der Ehemann von... Mir? Was? Da steht, dass ich jetzt eine Frau spielen soll? Ja, Karl. Wo ist dein Problem? Ich war vorher Prinz Hamlet. Ich hab den Text wochenlang gelernt. Stimmt, er saß da wirklich lange dran. Warum krieg ich jetzt eine Frauenrolle? Kann ihn nicht jemand von den Mädchen spielen? Ich kann die doch spielen. Nein. Elisabethianisches Theater, Karl. Ich habe es nie aufgegeben. Außerdem, wer von uns beiden ist denn hier so für Shakespeare? Mädels, ihr geht jetzt. Bitte was? Es ist jetzt nicht Ihr Ernst. Herr Weigert. Na los, raus! Herr Weigert? Ganz ehrlich, ich versteh's einfach nicht. Im 21. Jahrhundert... Eure Zeit in der Schultheatergruppe ist vorbei. Was? Adios! Warum? Hä, was soll jetzt mit dir los? Ich check's auch nicht. Ja. So, aufgepasst. Zu mir schauen. Szene 1, dritte Seite. Ihr fangt prima bis da an zu spielen. Los! Ich souffliere aus dem Loch. Aber... Klappe. Auf geht's. Hier. Da sind die Teller. Und die benutzt ihr bitte auch. So, auf mein Kommando. Boah, hat der Säufer eigentlich einen an der Klatsche? Ja, absolut. Ich weiß auch nicht, aber ich geh mich beschweren. Ja, wir brauchen die Punkte. Ja. Was macht ihr hier auf dem Gang? Warum seid ihr nicht im Unterricht? Es ist nicht unsere Schuld. Herr Weigert hat uns gerade aus der Aula rausgeschmissen. Was? Hat das ganze Stück abgesagt. Mädchen dürfen jetzt nicht mehr mitspielen. Wie bitte? Die machen jetzt Elisa-Theater. Du hast mich hintergangen. Ich nehm dir dein Haus weg. Ich nehm dir dein Auto weg. Und ich nehm dir deinen Job weg. Du Fliegchen! Du wirst gar nichts bekommen. Du undankbares Stück Scheiße! Vorsicht! Oh, du hättest mich fast getroffen. Entschuldigung. Aus!
aus. Samuel, du bist getroffen. Am Boden. Pass auf, diese Schlampe lügt dir jahrelang kackdreist ins Gesicht. Und dann erfährst du von deinem Kollegen, dass sie dich mit dem Schulrat betrügt. Nein. Alles nochmal. Auf Anfang. Nochmal. Und wirf dir den Teller ruhig ins Gesicht, Samuel. Was? Nochmal ab, du undankbares Stück Scheiße. Kollege Weigert, was ist hier los? Kollegin Schwarz? Was soll schon los sein? Wir machen Theaterprobe. Stopp! Auf mich, auf mein Kommando und Action! Und ziel diesmal bitte richtig, Samuel. Stopp, Karl, Sammy, raus. Okay. Moment, das ist mein Unterricht. Ich lasse mich hier nicht reinreden. Psst. Los, ab mit euch. Ja. Okay, Herr Weigert, ich verstehe, dass die letzten Wochen nicht leicht für Sie waren. Dass Sie jetzt im Wohnwagen schlafen, dass Sie gerade nur selten duschen können, dass Sie gerade ein bisschen neben der Spur sind. Ja. Und? Aber das ist keine Entschuldigung. Ich wiederhole, keine Entschuldigung, den Ehestreit mit Ihrer Ex-Frau als Schultheaterstück zu inszenieren. Kollegin Schwarz, lassen Sie... Schon gar nicht, wenn diese Frau an dieser Schule unterrichtet. Wenn Sie darauf bestehen. Sie können sich doch nicht so gehen lassen, Herr Weigert. Kommen Sie jetzt, bevor das noch jemand sieht. Und die Scherben hier, die werden Sie auch wegräumen, ja? Mach ich das jetzt? Alles.